fast 90 Minuten und sind wir zurück. Und wenn Bärchen lacht, in Freiheit. Wenn Bärchen lacht, dann war es wirklich gut. Es war auf Augenhöhe. Wir hatten 4 Gesprächsteilnehmer. Prävention, Unfallforschung, natürlich auch die Bösen, also die sozusagen wirklich auch die Autos auf den Haken hängen, und der große Chef. Und wir müssen sagen, dass wir uns wirklich gut unterhalten haben und jeder so seine Sorgen und seine Wünsche mitgeteilt hat. Und wir werden dahingehend sogar, wenn alles gut läuft, einen Stand präsentieren können mit der Polizei zusammen, wo man vielleicht, wenn man Fragen hat, so ein oder zwei Sachen nochmal direkt im Stadion dann selbst vor Ort dann das klären kann. Und haben auch ein gutes Gefühl, was die An- und Abreise ist, dass sozusagen dort die Polizei ein Freund und Helfer wird. So, jetzt geht's zur Kürre 36 und dann zurück in die DDR. Ins Hauptquartier. Ja. Ciao. Ein herzliches... Warte, ich übernehme, was Andi sagen wollte. Ein herzliches guten Tag. Ich muss wirklich sagen, mir ist eigentlich gar nicht zu lachen zumute. Wir sehen dieses Video auch immer erst dann, wenn das Reaction ansteht. Vorher sprechen wir uns kurz ab, nehmen uns vielleicht gewisse Sachen vor. Wenn ich jetzt diesen 11. Juli oder wir, ich denke mal, ich spreche da auch genauso in deinem Namen, nochmal exakt so gefühlt bekomme und... Und man merkt uns ja an, warum sollen wir euch was vorspielen, warum sollen wir irgendwie, bloß weil wir eventuell wissen können, dass was kommt, wir sind darauf eingegangen. Wir haben präsentiert bekommen, dass es Schulungszwecke mit Kontrollen geben wird oder aufgrund von Schulungszwecken. Und natürlich die Sicherheit immer in erster Reihe stehen soll, sein und muss. Aber alle anderen der 90 Minuten, muss ich jetzt sagen, nach fast 3 Wochen Abstand ist da leider nicht viel übrig geblieben. Und es haben jetzt bestimmt auch alle gewartet, dass wir jetzt hier mit ganz viel nochmal Lautstärke und Aggression vielleicht, für die ich mich auch entschuldigen muss. Das ist trotzdem, vertreten wir was über 20 Jahre immer für ganz viel Gutes stand. Und dann muss ich mich auch, egal was ist, trotzdem zurückfahren oder muss mich dort eben, wenn es sein muss, 2-3 Wochen rausnehmen. Aber nichtsdestotrotz ist das Gefühl nach wie vor schlecht. Und es ist wie, als wäre an jenem Tag oder an beiden Tagen jemand gestorben. Und erst recht, so wie die Tage danach über Social Media und so weiter abgingen, muss ich sagen, hat sich es auch weiterhin so angefühlt. Es war, als wäre was zu Ende gegangen. Und ich möchte hiermit im Namen von uns auch direkt allen mitteilen, auch allen in Berlin, dass es auf lange Sicht keine Veranstaltung mehr, egal wer was wie entscheidet, in Berlin mit unserem Namen geben wird. Egal ob Olympiastadion, egal was, also alles, was Berlin betrifft, machen wir einen großen Bogen. Ob man da zufrieden sein kann, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich muss dazu sagen, auch wenn das Thema Würthersee jetzt hier weniger herpasst, sind die Entscheidungsträger vom Würthersee, vom Land Kärnten, Berlin einiges voraus, weil dort wurde sofort Stellung bezogen, ob uns das geschmeckt hat, was dort präsentiert wurde oder wie die Sicht vor Ort selber war, steht auch auf einem ganz anderen Papier, aber es wurde durch 2 Entscheidungsträger, einmal dem Landeshauptmann und einmal dem Tourismuschef, wurde ganz klar erklärt, wie die Sicht der Dinge ist von der Seite vom Würthersee. Das haben wir zu akzeptieren. Gut zu heißen, ich sage, das sind alles, es wird vielleicht ein Jahr brauchen, dass man wirklich sieht, ob man ohne einander überhaupt kann, ohne einander mehr oder weniger, dass die Touristen fehlen, dass der Mai vollends, der September über die Woche flöten geht. Aber das ist ein anderes Thema, da will ich jetzt das Thema Berlin nicht dafür benutzen, weil Berlin ist uns nach wie vor nach mittlerweile fast 20 Tagen immer noch irgendwas schuldig. Und da gibt es gar nichts. Und ich sage, Gott sei Dank ist das Thema Social Media sehr so gut und breit aufgestellt, dass man uns wahrnimmt und wahrnehmen muss. Das hat der Würthersee zweifelsfrei bewiesen und da waren wir nicht mal bei der Hälfte von dem Volumen, was Richtung Berlin mehr oder weniger geschossen wurde. Auch wenn jetzt gerade das Wort Schießen wahrscheinlich der falsche Begriff ist. Auch dafür möchte ich mich entschuldigen. Und aber man muss trotzdem, darf man es hinterfragen. Ich als Veranstalter, aber auch im Namen aller Gäste, aller Berliner, aller guten Polizisten, ich möchte da gar nicht alle, wir haben viel zu viel alles unter einen Kamm geschoren, alle guten ADAC, alle Abschlepper, alles was dazugehört. Ich denke mal, dass wir viel zu sehr allgemein alles in einen Topf geworfen haben, aber genauso
lieber ADAC, liebe Polizei, lieber normaler Bürger, so geht es uns auch. Wir sind absolut friedlebend mit dem, was wir machen. Es gibt nachweislich nach KBA 1% derer, 1% von allen Unfällen, die mit Veränderungen am Fahrzeug oder mit technischen Mängeln zu tun haben, die im Unfallbericht mehr oder weniger uns zuzuführen wären. Auch das wird wahrscheinlich nochmal runterskaliert, noch besser für uns aussehen. Und wir haben 20 Jahre eine fast blütenweise Veranstaltungsweste mit all unseren Gästen, die jedes Mal nicht annähernd, weder angetrunken noch Rangeleien auf der Veranstaltung, Unfälle im Umfeld mit angetrunkenen Personen, ein Auto, was laut wegfährt, gut, das auch dafür möchte ich mich entschuldigen, das gehört vielleicht leider dazu, vielleicht bekommen wir das irgendwie noch ausgemerzt, die Zukunft wird eh in einem Hänger-Event enden, aber Berlin wird nach meiner Meinung entweder gar nichts sagen oder ein Statement, nachdem auch die letzten Autos, und wir sprechen noch immer von 10 plus Fahrzeuge, die immer noch nicht abgearbeitet sind. Es scheint nur ein Prüfer zu machen. Und wie es der Zufall will, wurde mir der Name des Prüfers schon im Vorfeld, aber das möchte ich jetzt gar nicht so weit, möchte ich gar nicht so weit ausschweifen. Es macht nur scheinbar ein Prüfer, macht jetzt 3 Wochen lang die 50 plus Fahrzeuge und über 10 sind noch offen. Wobei einige schon wieder rollen, wo am Ende des Tages der Gutachter, der das wieder neu aufgenommen hat, theoretisch nur zugeben musste, dass ein gewechseltes Lenkrad nicht eingetragen war, aber vielleicht nicht der Straßenverkehrsordnung entsprach. Alles andere hat er direkt so wieder auf die Straße geschickt. Dort bleibt auch das zu hinterfragen, aber das machen wir in der Gesamtheit dann. Wenn wir auch schriftlich alles da haben, gehen wir das nochmal an. Aber Berlin kann kommen und sagen, es war ein toller Erfolg. Wir haben 51 Fahrzeuge auch durch die DEKRA rückwirkend nochmal bestätigt bekommen, dass dies alles Hand und Fuß hat. Gut, das wäre die eine Variante. Oder man entschuldigt sich, was nicht passieren wird. Warum auch? Theoretisch war es ja lange geplant. Es war ja mit einer ganz großen, breiten Aufstellung alles geplant. Es hätte ja gar nicht schief gehen dürfen. Darum wiederum muss ich sagen, haben wir mittlerweile 3 A4 Zettel voll, wo wir Punkte gefunden haben mit euch zusammen, die definitiv einer Erklärung bedarf und dies für mich mit normalem kleinen Verstand überhaupt schwer vorstellbar machen, das überhaupt zu erklären. Also da sind ja Sachen passiert und es geht immer nur darum, wir werden mit nach wie vor diesem Fingerzeig auf 100% fixiert. Von uns werden eine akkurate Vorgehensweise mit akkuraten Gästen und so weiter erwartet. Und dort wäre halt die Frage, ob das auf der anderen Seite ebenso an den Tag gelegt wurde. Punkt. We'll be right back.
So, wie ihr gerade im Video gesehen habt, Tag 1 zu Ende. Glücklicher und auch verdienter Gewinner, natürlich mein kleiner Edelweiß-Robert. Verdient, immer nett, immer freundlich. schon viel mit dem Herrn gelacht. Eine gute Seele. Man sieht die Geschichte natürlich mit dem weinenden und mit dem lachenden Auge. Das lachende Auge natürlich die Reaktion, das Ganze drumherum, das weinende Auge natürlich die Geschichten vor dem Stadion, was Andi vor uns schon gesagt hat, was da passiert ist. Dass wir das wirklich nicht mit jedem teilen konnten, ist schade, wirklich schade, weil da wirklich viel Mühe und ja, Zeit und auch Aufwand dahinter steckt. Dass wir es gern mit euch zelebriert hätten, ich glaube, das steht außer Frage. Ich glaube, zu Berlin hat Fülli alles gesagt, da will ich mir jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich sage, selbst wenn ich das Gute sehe, sind trotzdem viele Sachen, die ich trotzdem euch gern mit auf den Weg geben würde. Beste Beispiel ist, dass die Fläche an sich für das ganze Wochenende fast 20% mehr verschlungen haben als wie vor Corona. Und wir hätten eigentlich dort auch 20% mehr gebraucht an Besuchern, um das aufzufangen. Wie viele Leute Samstag nicht gekommen sind als Angst vor dem, was passieren könnte, nachdem der Freitag ja um die ganze Welt ging. Was mir am meisten wehtut, ist, dass wir 20 Jahre Jubiläum feiern dürfen, können, wollen und das auch in der, sage ich mal, prestigeträchtigsten Location, die uns zur Verfügung steht, in ganz Europa. Also wir können noch ins Kolosseum noch rumgehen, das würde das vielleicht noch toppen. Aber unterm Strich ist Berlin mit dem Olympiastadion das Nonplusultra egal. Hast du eigentlich die Nummer vom Louvre? Ja, die hab ich. Lass mich bitte traurig weiterreden. Okay. Dass wir dort schon, ich muss wirklich sagen, das ist nach wie vor, schmerzt das so sehr. Der finanzielle Aspekt sei völlig dahingestellt, aber wir haben die gleiche Besucheranzahl wie 2018 erreicht, hätten aber 20% mehr gebraucht. Also auch das steht leider nicht in dem Verhältnis, wie es hätte sein dürfen. Und da ist der Vorwurf schon da, dass das wahrscheinlich einhergeht mit dem Freitag. Und wir haben eine ganze Reihe Aussteller nicht da gehabt. Eine Lowrider-Show am Freitag, die zur Ausstellung oder zur Show geplant war, während der Top 50 WM, der mit einem 07er-Kennzeichen, wer sich mit dem Regelwerk auskennt, was 07er-Kennzeichen, der zum Erhalt der Kultur gibt es 07er-Kennzeichen, sozusagen auch komplett aus dem Verkehr gezogen wird. Das Wort, was ich sehr oft von unseren Polizisten, also wir haben wirklich eine ganze Reihe an Polizisten, die zu unserem Umfeld gehören. Was ist das, wo die sozusagen an dem Tag selber theoretisch immer selbst entscheiden können? Nicht die Verhältnismäßigkeit, sondern Ermessensspielraum, genau das ist das Wort, der Ermessensspielraum. Und wir haben, ich glaube, das Wort Fingerspitzengefühl am Tag des Polizeigespräches, ich glaube, jeder 20 Mal im Mund gehabt. Es gibt ja angeblich ein großes Gesprächsprotokoll. Dort müsste das Wort Fingerspitzengefühl ja mindestens 5-mal auftauchen. Und nichtsdestotrotz bin ich euch noch schuldig. Wir haben 35.000 Euro Spendengelder durch euch sammeln können. Im Moment halten wir uns dort bewusst ruhig und im Hintergrund. Das Geld geht an eine Anwaltskanzlei, die sozusagen in erster Linie alle vertritt. Ein Teil. Und der andere Teil werden wir zusammen mit euch, mit den Geschädigten, weil für mich oder für uns, ich hoffe, ich spreche da im Namen von allen, haben es die paar 50 gefressen. Uns hätte aber jeden treffen können, uns inklusive, das steht außer Frage, so wie vorgegangen wurde. Von daher werden wir dann gemeinsam entscheiden, was dann am Ende noch von dem Geld übrig bleibt. Bei einigen greift eventuell die Rechtsschutzversicherung, bei anderen leider nicht. Es trifft dort wirklich, in Anführungsstrichen, gut betuchte Leute und natürlich auch 18-Jährige, die frisch vorher ihre Räder drauf. Also das wird von uns, denke ich mal, genau beratschlagt mit euch zusammen, wie wir das gemeinsam angehen. Es ehrt euch sehr, wie schnell das ganze Geld zusammengekommen ist. Ich bedanke mich dafür. Good Vibes Only hat Philipp gerade vorher noch gesagt. Von daher würde ich mich jetzt schon verabschieden. Wir lassen den Tag 2 jetzt einfach so durchlaufen. Ich denke mal, Marco ist da auch, dass wir nicht nochmal dann auf die Tränendrüse drücken. Ich danke euch vom ganzen Herzen. Das meine ich wirklich ernst. Ich möchte es auch nicht 1000-mal immer wiederholen. Ihr wisst, dass wir das in erster Linie für euch, uns alle machen. Und lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr was habt, wo es nicht so euch wiederfindet. Diskutiert es gerne mit uns aus. Ich sage, wir leben auch gern mit Kritik und gehen oder reflektieren auch sehr gern. Gerade eben dieses Jahr. Ich wünsche euch was.
Danke fürs Reinschauen und stehe jederzeit weiterhin zu Diensten. Du auch. Ja, selbstverständlich. Gut, danke fürs Reinschauen. Ja, wie gesagt, für ein persönliches Gespräch immer wieder gern. Quatsch mich einfach zu. Auch von mir nochmal positiv und Pilekowski. Ich denke, Philipp hat was Schönes zusammengeschnitten. Wir haben es selber noch nie gesehen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und danke auch an das ganze Team und damit meine ich alle, ausgeschlossen alle vom Olympiastadion Berlin, die das natürlich auch alles sehr bedauern. Das ist schwer, so ein Team nochmal wiederzufinden, die so Hand in Hand mit uns nachts um 2 noch mit dem Golfcar alles nochmal abgrasen und so weiter. Gerade ja, aber das sind auch positive Erinnerungen und auch das bleibt uns in Erinnerung, aber ja, positive Vibes. Pilekowski, danke fürs Reingucken. Bis dann, ciao. Thank you.